Im oberösterreichischen Traunkirchen ging am Mittwoch der offizielle Teil der Landeshauptleutekonferenz über die Bühne. Alle Beteiligten lobten das gute Gesprächsklima. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Landeshauptleute zusammenarbeiten, durchaus ein Role Model sein kann, wie man gemeinsam, auch wenn man aus verschiedenen Hintergründen kommt und auch unterschiedliche Interessen einbringt, wie man gemeinsam zu Lösungen kommen kann und das in einer Atmosphäre und in einem Klima, dass das auch von allen zu tragen ist. Man muss wissen, die Landeshauptleutekonferenz ist immer der politische Schlusspunkt einer sehr langen Diskussionsreihe, wo Mitglieder der Landesregierungen mit einbezogen sind. Und unser Ehrgeiz ist, dass wir alle Anträge, die wir heute auch beschlossen haben, einstimmig erfolgen. Das heißt, wir diskutieren so lange, bis es einstimmige Ergebnisse gibt. Die Bundesländervertreter haben dabei ein Forderungspaket an eine neue Bundesregierung erarbeitet. Der 16-Punkte-Katalog soll den Regierungsverhandlern übermittelt werden. Vor allem sollen die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern zügiger geklärt werden. Stichwort Finanzen, das ist immer ein wichtiges Thema für uns. Was wir hier dringend brauchen, ist, dass Zuteilung und Verteilung der Mittel, die es in unserer Republik gibt, so geregelt werden, dass alle, die Aufgaben übernehmen, auch das Geld für die Aufgaben haben. Und wenn steuerpolitische Maßnahmen auf Bundesebene gesetzt werden, dass wir Länder, so wie es die Verfassung eigentlich vorsieht, auch im Vorfeld einbezogen werden im Verhandlungsweg. Das war in den letzten Jahren leider nicht immer der Fall. So wurde neuerlich eine Änderung des vertikalen Verteilungsschlüssels im nächsten Finanzausgleich gefordert. Und es sind Themen, die uns besonders fordern, die aufgrund der Kompetenzverteilung auch den Ländern und Gemeinden zugeordnet sind. Das ist von Bildung, Gesundheit, Pflege, geförderter Wohnbau, Klimaschutz, viele zentrale Agenden, die in ihrer Dynamik, in der Ausgabendynamik noch stärker steigen als jene Aufgaben, die der Bund zugeordnet hat. Hier haben wir eine ganze Reihe auch von wissenschaftlichen Studien, die wir als Argumentation heranziehen können. Bei dem strittigen Thema Stromnetztarife einigten sich die Landeshauptleute darauf, dass der Bund die Preiserhöhung nochmals anschauen sollte. Die Energiepreise sinken, aber die Zuschläge zu den Energiepreisen werden entsprechend teurer. Im Vorfeld hatten sich Kärnten, Burgenland und Niederösterreich für bundesweit einheitliche Tarife ausgesprochen, was vor allem Vorarlberg abgelehnt hat.